Hallo! Lan und ich setzen heute unsere Hoteltour fort. Wir sind jetzt im All-Star Movies. Da übernachtet Lanes Freundin bald und das wollten wir jetzt mal auschecken. Und hier gibt es irgendwie ein Secret Menu in Food Court. Und wir haben Hunger. Also probieren wir das jetzt. Ja! Gut! Thank you. Ja, hier riecht es echt gut. Ach, so eine kleine Filmguckecke. Der Check-in. Wow, cool. Oh, das ist schon ein Shop. Nein. Was? Aber ein Shop. Ein Shop. Lane rastet aus. Ah. Können wir gleich reingehen. Okay. Wir müssen erst essen. Okay. Geil. Da ist er schon. World Premiere Food Court ist unser Ziel. Irgendwo hier gibt es ein Secret Menu. So, ich habe gerade noch gelesen im Internet, wir müssen zum Stand Roxy. Okay. Und da dann. Das ist Roxy. Der sieht aber voll cool aus, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich an dem Stand was anderes. Enter. Was gucken wir? Vielleicht gibt es halt auch noch Nachtisch. Ich brauche Nachtisch, das ist total geil. Kann sich hier selber ein Eis zusammenstellen. Geil, Mann. Geil. Ja. Yep. Yep. Hi. Do you guys still have the secret menu? Yes. Yes? Yay! I think so, yeah. Just hat mal kurz. Apparently you can turn around. Oh, that way. Good. Make sure you got that. Okay. Hmm? Look at it. Please. So, Lane und ich haben uns das Secret Menu angeguckt. Es gab drei verschiedene Sachen. Und Lane und ich haben uns beide für den Burger entschieden. Und dieser Burger ist total abgefahren. Guckt euch das an. Das ist ein Burger in einem Cinnamon Bun. Also süß. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und du? Ich auch. Ich aber auch. Ich mag nicht mal süß und herzhaft. Ja, guck. Ich habe auch im. Das ist voll mein Ding. Das ist voll dein Ding. Ich habe auch im Internet gelesen, dass der sehr gut sein soll. Ja, ich bin gespannt. Also, die Kombination ist ja schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen so in der Hand. Vermutlich. Wir brauchen vermutlich mehr Servietten. Geil. Bacon und Käse. Guck's ja oben. Witzig. Hau rein, Lane. Mir. Ah. Er suppt auf jeden Fall. Ja? War ganz schön.
sonst was? I did make a mess. Okay, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe nie in meinem Leben irgendwas gegessen, was auch nur ähnlich war. Was ist das für eine Pommes, bitte? Eine sehr lange. Okay, los geht's. Und? Ich kann gar nicht beschreiben, was gerade in meinem Mund abgeht. Das ist irgendwie so krass, aber echt lecker. Mhm. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Mhm. Total crazy. So, Lan und ich haben den bombastischen Burger auf. Es war viel zu essen. Uns ist beiden ein bisschen schlecht. Unser ganzes Gesicht klebte. Aber war gut, ne? Jetzt ist wieder sauber. Jetzt ist wieder sauber. Ja, jetzt gucken wir uns hier das Hotel an. Und wir da mal rumlaufen? Keine Ahnung. Schon, ich gehe mal einfach rein. Oh, da hinten ist die Toy Story Section. Ich sehe sie schon. Nee, ich sehe sie schon. Also, ich weiß noch nicht, ob ihr es seht. Es ist heute Ende Januar. Es sind nur 18 Grad und da sind Menschen im Pool. Komische Menschen sind im Pool. Es ist so kalt, dass Lana sich eine Jacke anzieht. Und da sind Menschen im Pool. Da ist der Eimer. Da kommen sogar, da sind sogar oben welche drauf. Ja, Green Army Men. Laufen da raus. Voll süß. Sheriff. Ha. Sheriff Woody. Das Auto. Nein, nein. Darf man nicht rein? Wenn du das möchtest. Lane, das Spielekind? Andy's Room, keep out. Gehen wir trotzdem rein? Ja. Ich höre immer nicht so aufregend. Wow. Wow. Wow, das ist echt toll. Rex. I am a nervous Rex. Ich liebe Rex. Aber Slinky fehlt. Er ist so eine Hollywood-Studio. Woody. Oh, das ist echt cool. Oh, da steht sogar noch Buzz. So, jetzt sind wir in der Fantasia Section. Hier ist es laut. Aber Fantasia 2000? Fantasia 2000, ja. Ne. Läuft in jedem Hotel. Sonntag? Also läuft in jedem Disney Hotel abends ein Film. Movie Under the Stars heißt das. Warum sagst du mir denn sowas nicht? Hab ich doch jetzt. Du warst doch noch nicht in einem Hotel, oder? Ist doch Herbie. Wie cool. Herbie, wo? Da vorne, geradeaus kommt das. Oh ja, cool. Oh, der Mickey Suit. Also ich finde das hier jetzt ähnlich wie Pop Century und Art of Animation. Ja, ne? So mit den riesen Figuren. Ich finde das schöner. Das hier? Als? Also
Pop Century. Ja, stimmt. Das ist schöner als das Pop Century. Nicht als das Art of Animation. Nee, Art of Animation kann man nicht toppen, weil einfach wegen den Filmen, die da dargestellt werden. Ja. Süß. Nee, das ist schon sehr niedlich. Ja, das ist süß, ja. Da steht ein Herbie. Und auf der anderen Seite guckt sein Hinterteil raus. Guck mal auf den Boden vor dir. Wir wären hier ja nicht in Disney, wenn nicht sogar der Boden thematisiert wäre. Also. Und da steht ein echter Herbie. Oh, cool. Wie war Teil der Parade? Wie geil. So, wir haben noch eine Section gefunden. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, die 101 Dalmatiner Section. Oh, ist das süß. Was singen die noch? Irgendwas mit Canin Crunchy. Das. Canin Crunchies. Hier sind überall Hunde. Da ist Perdi. Und da ist Pongo. Und das Lane im Fernsehen. Canin Crunchies. It is so cute. Cool. Das ist echt süß. Guck mal, die Bank ist sogar ein Knochen. Welche Bank? Oh, die Bank ist ein Knochen, natürlich. Wir wären hier nicht in Disney, wenn die Bank kein Knochen wäre. Wie geil. Eine Knochenbank. Süß. Wie? Geil. So, Lan und ich sind jetzt im Coronado Springs, das nächste Hotel auf unserer Hotel-Hopping-Tour. Das ist das Hotel, wo meine Eltern und Nadine und Tobi und Sophia schlafen. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken, ne? Ja, das wird toll. Das wird toll. Jetzt eine andere. Ja. Gehen wir mal rein. Ja, das Hotel ist so im mexikanischen Stil gehalten. Gehen wir mal in El Centro. Merchandise. Ja, dann geht in den Merchandise Store. Oh, die Decke sieht sehr cool aus. Jetzt zum Check-in. So, wir laufen einfach mal weiter. Ich glaube, hier um die Ecke ist jetzt gleich der Food Court. Ja, hier ist der Food Court. Schick hier. Da bist du ja, ich hatte dich schon verloren. Bei den Süßigkeiten kurz hängen geblieben. Ich glaube, ich muss mein Portemonnaie noch. Ah, hier war jetzt auch das, wo wir von dem Ball aus waren, ne? Ja. Ja, hier ist die Bar. Rick Sports Bar. Winterformel, so hieß es, genau. Und hier ist der Food Court. Checken wir den mal aus.
So, wir gehen jetzt vom Food Court mal nach draußen. Ach, da ist noch ein Restaurant. Oh, hier ist der Maya Grill. Ach so, von 5 bis 10 kann man hier rein. Das ist der Maya Grill. 5 bis 10 ist noch nicht 5, nee. Nee. Ist noch nicht 5. Scheinbar nicht. So, ich habe einen persönlichen Türaufhalter. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. So. Als ich das letzte Mal hier draußen war, war es stockdunkel und ich habe mir den Arsch abgefroren. Bei dem Winterformel. Stimmt, da war es so kalt. Ja. Außerdem habe ich die Jacke hochgeschoben. Oh, wie schön. So. Hier ist so draußen Seating für den Food Court wahrscheinlich. Das sieht aber schön aus mit dem See. So, da ist das neue. Das wird das neue Restaurant auf dem Wasser. Ich glaube, das da hinten ist der Pool mit der Maya-Pyramide. Da müssen wir gleich auch nochmal eben hin. Und wenn man dann hier rauskommt und nach rechts guckt, da ist der neue Turm. Ich glaube nicht, dass man da noch viel Baulärm hört, weil ich glaube, dass außen der Großteil fertig ist und die jetzt drin weiter sind am Arbeiten. Ah, ist sehr idyllisch hier, ne? Mhm. Ja, ne? So, ich fühle mich hier einmal richtig gekonnt gegen die Sonne, aber geht gerade nicht anders. Ich glaube, das hier ist jetzt so der erste Gebäude, Apartment, Hotelzimmerteil, wie auch immer man es nennen möchte. Oh, das sieht bestimmt abends total toll aus mit den ganzen Laternen, die da hängen. Das hier ist Casitas 1. Na klar. Ja. Oh, das ist voll hübsch hier. Ja, Casitas 1. Springbrunnen da hinten. Sieht sehr nett aus. So, wir laufen gerade so ein bisschen hier durchs Hotel und durch die Zimmeranlagen. Das ist echt richtig hübsch hier. Es ist aber einfach ein riesengroßes Hotel. Mhm. Wir sind ja gerade noch am Anfang, aber wow, es ist echt riesengroß. So, wir sind hier jetzt einmal auf der anderen Seite des Sees und von der Lobby. Von hier sieht man das Hotel nochmal ganz gut. Hier sind auch noch Zimmer, aber wenn man hier ein Zimmer hat, dann muss man echt ein Stückchen laufen. Die Lobby ist jetzt geradeaus da hinten einmal über den See rüber. So, wir laufen hier gerade so durch das Hotel auf dem Weg wieder zurück. Da ist ja einfach noch was. Und wir haben keine Ahnung was. Das ist wie eine Finke. Ich finde, das sieht aus wie ein anderes Hotel. 6A, keine Ahnung. Rancho 6A. Das sind bestimmt so Suiten, weißt du, wo mehrere Leute rein können. Geil. So irgendwie 6A oder 8A Apartments. Mhm. Könnte sein, wissen wir aber nicht. So, wir sind in der Hauptpool-Area angekommen. Das ist eine kleine Arkade. Hier kann man Spiele spielen, Tischtennis, da ist ein Kicker, da ist ein kleiner Spielplatz. Das hier ist Teil des Pools, da steht einfach eine riesengroße Maya-Pyramide. Und das ist der Pool. Pyramide.